Bronson. Yo, was geht ab? GB Edit aka German Blood Edit ist hier und heute habe ich ein neues Adobe After Effects CC Tutorial für euch. Yo, ich bin gut gelaunt. Silvester. Bin dann gerade oben und ja, dachte ich mir, bin wieder zu Hause, mach erstmal ein Tutorial. Okay, erstmal haben wir hier so einen Clip. So, und heute zeige ich euch, wie man so einen Scan-Effekt macht, sodass es von oben so runter gescannt wird. Und ich habe in dem letzten Video gesehen, Effekte, Cursor anzeigen. Ja. So kann man es ja machen, damit es besser sieht. Also so ein Scan-Effekt, das von oben so runter geht. Okay, als erstes machen wir uns neue Einstellungsebene. Davor gehen wir noch Looks, damit wir erst die Color Correction haben, bevor wir den Effekt machen. Ach ja, ich mach einfach Doppelklick. So. Irgendwie kann ich da gerade nichts so ziehen. Und jo, das ist wieder auf dem anderen Desktop. Ist auch nicht so schlimm. Welche Color Correction nehme ich denn da? Schauen wir einfach mal. Diese, ne. Boah, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden. Schauen wir einfach mal diese. Fertig. So, hier Einstellungsebene. So, warte ganz kurz, ich kann hier gerade irgendwie nichts sehen. Ein Moment. Anzeigen. Ein Moment. So, jetzt dürfte es gehen. Hä? Ohne Aufnehmen hat es gerade geklappt. Egal. So, wir holen uns erstmal neue Einstellungsebene. Holen uns erstmal Konturen finden. Ha, dann holen wir uns den Effekt CC Toner. Und da machen wir ganz kurz überlegen. Machen wir da alles auf schwarz. Jo, warte, müssen wir das hier. Das ist wieder hier drüben. Das hier machen wir auf schwarz. Das hier machen wir auf schwarz. Und das unterste machen wir hier auf die Farbe, die wir haben wollen. Das ist in dem Fall die grün. Gehen wir hier drauf und markieren uns den Feld, den wir haben wollen. So. Okay. Ne, das wollen wir nicht so. Dann gehen wir wieder auf die Maus. Ach egal, dann machen wir das hier mal zu. Transformieren, Position, machen hier ein Keyframe. Gehen dann dahin, wo wir den Scan haben wollen. Das wäre dann Beispiel hier. Und eigentlich weiß ich nicht, wieso das ist. Hallo. Ganz kurz, ich erkläre euch, ich muss ganz kurz Aufnahme stopp machen, weil wenn ich irgendwie das so habe, geht das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wieso, es ist gerade ein Fail. Ich weiß aber glaube schon, woran das liegt. Ja.
Muss leider jetzt immer so machen. Cursor ausblenden, so, also ich klassisch mal. Wir wollen, dass es ab hier das kein aufhört, drücken wir Großschreibtaste. Nicht Großschreibtaste, STRG. Nee. Feststelltaste. Und ziehen das einfach hier nach hier unten. Machen wir das mal aus. Und das war schon der eigentliche Scan-Effekt. Wenn wir das dann unter die Color Correction ziehen. Nee. Ja, warte, das kommt nicht unter die Color Correction. Das kommt da drüber. So, ja. Kann ich das ganz kurz mal zeigen. So sieht das dann aus. Und so macht man dann halt einen Scan-Effekt. Ja. Sehr simpel, das ist teilweise auch ein bisschen gefailt, aber ja, kann man nicht immer was dran ändern. Dann sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao.